Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge von der PES Trainerkarriere kommt online. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen so online kommt. Ich habe jetzt wieder Praktikumsphase, ein bisschen mehr Zeit, aber der Tag ist natürlich trotzdem gefüllt. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich schätze mal, dass die Woche noch Koop-Spielerkarriere mit Jan kommt, dass noch Trainerkarriere in FIFA kommt. Vielleicht auch noch Ultimate Team, wo wir wieder ein paar Packs öffnen, aber das weiß noch nicht, welche Packs ich da überhaupt habe. Aber auf jeden Fall safe nochmal die Torwartkarriere. Ansonsten weiß ich nicht, was noch kommen kann. Vielleicht kommt nichts mehr, vielleicht kommt nicht mal das alles, was ich aufgezählt habe. Vielleicht kommt noch mehr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch darauf aufmerksam machen, einfach mal rechts um beim i bei dem Video hier vorbeizuschauen. Da zeige ich euch nämlich, wie ihr Amazon Prime, Amazon Prime Video, Amazon Music und Audible kostenlos bekommen könnt. Ja, also das ist auf jeden Fall lohnenswert, da vorbeizugucken. Denn jetzt zum Beispiel gerade im Winter nutze ich das auch selber super, super gerne. Zum Beispiel erstens Amazon Prime, okay. Weihnachtsgeschenke bestellen, kann man schnell nochmal machen. Zack, zack. Mit Prime schneller Versand und kostenloser Versand. Super Sache. Prime Video kann man nutzen. Das wäre der dritte Punkt. Zum Beispiel irgendwelche Weihnachtsfilme jetzt angucken oder allgemein jetzt, wenn es so kalt draußen ist, Regen, Schnee, irgendwie so ein Scheiß, dann finde ich das einfach so, so cool, daheim zu hocken, vielleicht beim Kamin, vielleicht auch einfach nur so und sich dann irgendwelche Filme reinzuziehen. Und wie gesagt, ich zeige euch eine Methode, wie ihr euch kostenlos irgendwelche geilen Filme bei Amazon Prime angucken könnt, ohne dass ihr irgendwie Netflix oder so braucht. Und natürlich könnt ihr die auch unterwegs anschauen, runterladen, also im Bus oder so oder im Zug, wenn ihr zur Schule fahrt, zur Arbeit. Super Sache, ebenfalls wie natürlich Amazon Music, ja, oder Audible Hörbücher, wer keinen Bock hat zu lesen. Ich muss nämlich auch für die Schule, muss ich was Literarisches hier lesen und so, und das hole ich mir einfach bei Audible, kostenlos als Buch, und dann kann ich es quasi, ich lese zwar trotzdem, weil wir müssen es ja für die Schule machen, aber ich kann es zwar nebenbei dann noch so ein bisschen, ne, Audible, hat mal ein bisschen besseren Eindruck, ist eine super Sache, würde ich euch empfehlen. So, jetzt kommen wir hier aber zu der PES-Karriere. Übrigens hier Bad Hair Day am Start. Heute hat es den ganzen Tag geschifft. Das wäre so ein Tag, wo ich wahrscheinlich jetzt einen Film gucken würde, bla bla bla. Ich nehme hier für euch auf. Und danach gibt es dann ein bisschen Fernsehen, Film, beziehungsweise irgendwie Serien, filmmäßig, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall hat es den ganzen Tag geregnet, deswegen meine Haare wahrscheinlich nicht so geil, deswegen habe ich einfach die Cap aufgesetzt. Dafür ist die Cap richtig geil, aber kein Product Placement, hier auch nicht, weg. So, ja, letzte Folge von der PES Trainerkarriere kann ich euch auch mal rechts um meinem i verlinken. Da lief es ja so, lala, naja, 2-1 gegen Nürnberg, gerade so gegen Nürnberg den Sieg rausgeholt, ja. Einige werden es wissen, ich wohne in der Nähe von Nürnberg, bin zwar kein Nürnberg-Fan, aber ich kenne mich so ein bisschen aus, dass die nicht so toll spielen. Weiß ja jeder, der jetzt die erste Bundesliga verfolgt. Ja, also 2-1, naja, vor allem wenn man das betrachtet, dass wir vorher gegen Hoffenheim 4-1 und gegen Stuttgart 5-1 gewonnen haben, ist das 2-1 gegen Nürnberg doch eher enttäuschend. Und danach gegen Rennes ein 2-2 in der Euroleague. Das ist alles so lala. Heute gegen Gladbach wird das ultra, ultra schwer. Und danach gegen Freiburg im Pokal. Im Pokal, da werden sie sich auch mega anstrengen. Also da wird das auch nicht so einfach. Ja, ich bin gespannt. Nächste Folge geht dann auch direkt wieder weiter mit Europa League und Leverkusen. Also hier ein paar krasse Spieler. Ich bin halt nicht mehr in den PES-Flow drin. Also ich spiele sehr, sehr selten PES. Wenn dann, wenn ich bei meinem Vater bin, da war ich jetzt aber auch dann eben irgendwie 4 Wochen nicht mehr, weil ich ganz, ganz viel mit der Schule zu tun hatte. Und dann das eine Wochenende mit Jan verplant war und bla bla bla. Also das ist ja voll cool, dass es hier so ein Video gibt. Also das gibt es in FIFA nicht. PES ist auf jeden Fall geil. Konami, ihr seid geil. Hi. ja, auf jeden Fall bin ich nicht mehr so im PES-Modus drin. Also es ist ja trotzdem eine Umgewöhnung zu FIFA. Und da ich spiele öfter FIFA halt einfach, ich spiele es nicht privat, aber wenn ich so einen Livestream mache zum Beispiel, dass ich gegen Zuschauer spiele, hatten wir ja letztens erst 2 Streams, wo ich gegen euch gespielt habe als Zuschauer. Ja, also das ist halt dann, keine Ahnung, da spiele ich halt viel mehr FIFA als, Alter, jetzt habe ich, viel mehr FIFA als PES.
Und von daher ist das immer so eine Sache, ne? Also bin das halt nicht mehr gewöhnt, anderes Gameplay und so. Und da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen, auch wenn ich das Gameplay von PES viel besser finde. Da muss ich erstmal ein bisschen wieder reinkommen und dann kann man gegen Nürnberg auch 1-2 nur gewinnen. Aber wir haben ja gewonnen, daran wollen wir anknüpfen, dass wir jetzt auch gewinnen, auch wenn es nur knapp ist. Gewinnen ist Gewinnen. Ich habe jetzt lang genug gelabert, in der restlichen Folge versuche ich mich zurückzuhalten. Und da würde ich sagen, starten wir rein, let's go. Oh, was ist da denn los? Wie viel Platz hat Ribéry denn hier unten? Und Ribéry nicht mit dem Tor, Lewandowski kann ihn reinstecken. 1-0 für die Bayern. Ribéry hat es anscheinend nicht ganz hinbekommen. Also der Torwart hat natürlich gut gehalten. Ich kann mir das jetzt gerne nochmal in der Wiederholung angucken. Aber sau frühes Tor und ganz, ganz viel Platz für Ribéry, der das Tor leider dann nicht macht. Aber Lewandowski schiebt ihn irgendwie rein. Leute, wie findet ihr eigentlich den Greenscreen? Schon geil, ne? Also Greenscreen ist schon super in den Videos. Das ja, neuerdings, sag ich jetzt mal, immer mit Greenscreen gemacht. Gar nicht mehr auf normale Kamera umgeswitcht. Also in jedem Video, in jedem Spiel irgendwie nur noch Greenscreen. Also wir gucken uns nochmal an. Ribéry hatte ganz, ganz viel Platz. Und der Schuss war gar nicht so schlecht, aber auch nicht so überragend. Jan Sommer kann parieren, aber dann hier auch, wer war es irgendwie... Wer waren das? Bender oder so? Aber Bender spielt doch nicht bei Gladbach, oder? Keine Ahnung. Ginter war es. Ginter, so heißt er, glaube ich, ne? Ja, Ginter. Genau. Der hat den Ball nicht verteidigt bekommen. Lewandowski kann dazwischen. Sehr, sehr frühe Führung hier für die Bayern. So kann es weitergehen. Und Lewandowski ist durch. 2-0 für die Bayern. Was ist hier denn los? Was ist in Gladbach? Also... Schwierigkeitsgrad gleich. Ich habe 0,0 verstellt. Ja, es wird auch noch passieren. Also Gladbach wird auch wieder kommen und Tore machen. Ja, und das ist im PES ja oft so, dass die andere Mannschaft dann auf einmal zwei der Tore rausballert. Oder halt je nachdem, wie ich dann agiere. Aber ja, sehr schön gemacht. Lewandowski wieder mit unglaublich viel Platz, weil Ginter schon wieder einen Fehler macht und hier den Schritt in die falsche Richtung macht. 2-0, zielsicher, effizient, läuft. Ja, 2-0 zur Halbzeit und wir gehen hier irgendwie nicht so als Favorit aus der Halbzeit. Was heißt Favorit? Also das ist falsch ausgedrückt. Also wir sind nicht die dominantere Mannschaft, sagen wir es mal so. Ja. Gladbach hat mehr Anteil vom Spiel, mehr Pässe, mehr angekommen, obwohl das gar nicht so krass der Unterschied ist. Aber ein bisschen mehr Ballbesitz. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Gladbach immer am Drücker ist. Also auch wenn es jetzt in der Statistik nicht so bewiesen wird, gezeigt wird, ich habe irgendwie so das Gefühl, Gladbach ist immer am Drücker. Und wir haben nicht so viel Zug nach vorne, also Ballbesitz Bayern steht ja für Ballbesitz und wir haben hier irgendwie 40, 44 oder irgendwie sowas. Also man merkt schon, dass es ein bisschen, bisschen unausgeglichen ist. Und vor allem haben wir den Ballbesitz hier hinten die ganze Zeit. Also wenn wir Ballbesitz haben, dann nur, weil ich hier vielleicht mal ein, zwei Pässe mehr spiele und den Spielaufbau sicherer mache, als wie wenn ich einfach nur direkt nach vorne pace. Aber das gehört ja ein bisschen zu PES dazu. Zwei gute Chancen. Mir kommt es heute nicht so vor, zumindest bei den unseren zwei Chancen. Also zwei Tore hatten wir in jedem der letzten beiden Spiele. In jedem der letzten drei, vier Spiele. Auf jeden Fall kommt es mir nicht so vor, dass wir die Chancen nicht gut rausspielen können, weil gegen Nürnberg oder auch gegen Rennes oder wie die hießen, haben wir die Chancen meistens rausgespielt, indem wir einen Doppelpass gespielt haben. Und hier ist das eben auch anders möglich. Gerade nicht. Gerade sieht es so ein bisschen aus, wie als würden wir gegen Nürnberg spielen. Aber das ist nur gerade. Meistens eigentlich nicht. Kriegen hier nochmal eine gute Freistoßmöglichkeit. Führen die dann direkt aus. Und dann gucken wir mal, was hier raus wird. Wenn hier raus nichts wird, dann können wir mal wieder überspringen. Aber der Ball war abgefälscht. Das hätte sogar gefährlich enden können durch dieses Abfälschen. Aber naja. Okay, weiter geht's. Jo, und das ist nicht unverdient, aber natürlich kacke. Fuck, ey. 1-2 Gladbach. Das war jetzt so die, ohne Spaß, also das, was ihr gerade gesehen habt, wo ich noch gelabert habt, wo ich noch gelabert habt, ja, genau.
das, was ihr gerade gesehen habt, wo ich noch gelabert habe. Das war die erste Phase, wo wir wirklich die Mannschaft waren, die hier pressen wollten, die hier Gas geben wollten. Bisher haben wir nur gekontert und so ein Scheiß. Dann kontert Gladbach, Hummels mit dem Fehler, beziehungsweise ich natürlich halt. Also bisher habe ich in der Abwehr viel besser gespielt. Hier spiele ich den Fehlpass, viel zu hektisch. Und ja, zwei Pässe von Gladbach, sie stehen fast vom leeren Tor Neuer, auch mit einem schlechten Stellungsspiel. Und das ist das 2:1. Jo, und da ist er drin. 2:2 Ausgleich. Ja, ob das jetzt verdient ist, ist eine andere Frage. Das 1:2 war verdient. Aber das 2:2 weiß ich nicht. Sie waren zwar dominanter, aber ja, so viele Chancen hatten sie dann nicht. Also sie haben es nie gut ausgespielt. Hier spielen sie es wieder mal gut aus. 2:2. Zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Und ja, es ist eine gute Mannschaft, Gladbach. Nicht wie Nürnberg oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass wir da noch was gegensetzen können. Habe schon zweimal gewechselt jetzt. Coman für Ribéry habe ich gewechselt. Und dann habe ich auch noch Müller reingebracht für James Rodriguez, der wenig Fitness hatte. Schön von Hummels nach dem Fehler von, keine Ahnung wer es war. Lewandowski, enttäuscht mich nicht. Was hast du denn? Du hast mich ja richtig enttäuscht. Was ist das denn? Also ich bin da ein bisschen, also der Pass war legendär, also der war genau richtig getimed. Aber ich wollte dann ein bisschen so nach links und dann habe ich den Typen angeschossen, deswegen, sonst wäre er auch drin gewesen. Ich wollte dann so ein bisschen nach oben, nach links. Oder war das unten? Keine Ahnung. Wie ihr wollt. Ach, das war scheiße, Mann. Oh oh, Gladbach. Oh oh, eieiei, Kimmich. Hilfe. Hey Mann, Schiri, was passiert hier? Komm, komm an! Das hätte die Entscheidung sein können. Eine Minute gibt's noch Nachspielzeit, hätte Coman den jetzt reingemacht. Wäre das der Sieg für die Bayern gewesen. So müssen sie nochmal zittern, ob sie nicht nur den Gegentreffer kassieren. Für ein Tor reicht's vielleicht auch noch. Ja, vielleicht, ne? Wer weiß es. Eine Chance könnte es noch geben, aber Thiago mit dem Fehlpass. 2:2. Dabei bleibt's. Zwei Tore in der ersten Halbzeit gemacht. Sau, sau früh. Und dann hat Gladbach die dominantere Spielweise übernommen. So, Pokal wird ein harter Brocken. Da müssen wir richtig ran. Und ja, deswegen versuche ich jetzt irgendwie konstant das zu halten. Also gegen Freiburg, gegen letzten Platz, erhoffe ich mir natürlich auf jeden Fall einen Sieg. Also das wäre echt peinlich. Vor allem im Pokal, wenn wir ja dann direkt raus wären. What the fuck? Nee, nee, mal lieber nicht, lieber gewinnen. Oh, Lewandowski, jawoll! Per Hacke zum 1:0. Was ein wunderschöner Treffer von unserem Topstürmer Robert Lewandowski. Sauber. Kann man mal machen. Kann man mal machen, muss man aber nicht, Leute. Krass. Sauberes 1:0. So gefällt's mir. Und da ist das 1:1 durch Petersen. Alter. Mann, die allererste Chance einfach. Die allererste Chance für Freiburg. Wir hatten, glaube ich, schon 5-6 Chancen. 5-6 gute Schüsse aufs Tor. Schwolo ist da wieder so eine Maschine da hinten. Neuer macht irgendwie gefühlt nichts. Ah, ist ja nicht schön. Da gibt es die gelbe Karte von, für Kimmich. Ah, nicht so sauber gemacht. Ich habe meine Taktik auch ein bisschen gechanged. Also, meine Taktik jetzt gerade ist, hinten Dirty zu verteidigen.
Also ein bisschen dreckig reinzugehen in die Zweikämpfe. Vorne, wenn Platz ist, einfach mal draufhalten, einfach mal schießen aus Entfernung auch. Und aber wenn es geht, wenn man also bestenfalls über die Außen per flache Flanken, so wie beim 1-0, so ähnlich. Aber wenn ich durch die Mitte kommen muss, wie jetzt gerade eben, da geht über Außen sehr, sehr wenig, dann einfach mal draufhalten. Jetzt wollte ich doch über die Außen spielen, hat nicht geklappt. Oh, Alter. Ja, läuft, die Taktik ist super. Ja, ja. Hier die flache Flanke wird abgeblockt. Und dann waren wir nicht mehr über die flache Flanke, dann aber der Schuss. Das ist so genau die Taktik. Das war einfach die Taktik jetzt als Beispiel. Die gelbe Karte und dann dieser Angriff. Obwohl es natürlich nicht immer so aussehen soll. Am bestenfalls trotzdem keine Karte kassieren und den Ball reinmachen. Dann ist alles super. Ja, nein! Ich dachte, der ist drin. Ey, der muss doch sitzen. Was ist das? Mann. 65% Ballbesitz zu 35. Das ist wieder die Dominanz der Bayern. Und das ist wieder das, was uns nicht zum Erfolg bringt. Ah, genau. Jetzt machen die erstmal ein Tor. Danke, Obama, für nichts. Ey, was denn mit dem? Erstmal meinen Spieler verletzen, Mann. Oh, Mann. Schiri, was willst du von mir? Weh, du gibst mir jetzt gelb. Weh, du gibst mir gelb. Ohne Spaß, ich prügel dich kaputt, ey. Ah, das ist aber das, genau das, was ich jetzt gerade von meiner Mannschaft will, beziehungsweise was ich versuche zu machen. Wenn die kommen, einfach zack, mal eine Grätsche rein. Es war noch in der Hälfte, also man sieht ja hier gar nicht viel zugelassen. Vorne probiert mit flachen Flanken irgendwas zu machen, hätte ja auch fast funktioniert. Torwart leider knapp gehalten, knapp gescheitert. Ne? Ja, aber das, wenn das so weitergeht und dann vielleicht mal ein Ball reingeht, wäre das gut. Und dann kommt wieder so ein fucking Fehlpass, Mann. Ohne Spaß, in jedem Spiel. Ein Fehlpass, ein Tor für die Gegner. Minimum. Das erste Tor war nicht durch einen Fehlpass. Aber in jedem Spiel muss es so sein, dass ich einen Fehlpass spiele, der zum Tor führt. Man hat es vorhin gesehen, ich habe nur 10 Fehlpässe gespielt. Von 100 Bällen. Oh. Alter, ey, wenn wir jetzt kein Tor, hinbekommen, dann haben wir es verkackt. Dann sind wir raus aus dem DFB-Pokal gegen Freiburg in der zweiten Runde. Und wenn wir eins hinbekommen, dann geht es hier wahrscheinlich ins Elfmeterschießen. Ich habe bisher einmal ein Elfmeterschießen gemacht und das gegen Jan in PES, also eine Challenge. Ja, Hummels, Junge, 2 zu 2. Mats Hummels, bester Mann, Junge, wenigstens das Unentschieden. Damit sind wir schon mal nicht raus, aber es ist trotzdem noch nicht sicher. Freiburg kann hier nochmal kommen, kann nochmal irgendwas machen. Ja, immerhin, ey, ohne Spaß. Ich hatte ja schon Angst, dass wir nicht mal das 2-2 machen. Also stellen wir wieder auf normal, ausgeglichen. Und vielleicht kriegen wir hier noch das Führungstor hin. Ja, genau. Genau, und jetzt machen die ein Tor. Oh. Alter, was war das schon wieder für eine Scheiße, Mann? Ich bin auch so ängstlich gerade. Das ist richtig dumm. Aber da hat Neuer zum ersten Mal gehalten. In der ganzen Karriere. Das ist so dumm, ey. Es ist noch 10 Minuten. Ich habe so Panik. Wie viele Tore ich schon in der Schlussphase bekommen habe. Ja. 3 zu 2. Natürlich. Natürlich. Genau. Dirk das einmal weg, das ist nur noch traurig. Ja! Bayern fliegt nicht aus dem Pokal. Die Fans jubeln zwar nicht mehr, weil das ist immer noch vom Jubel von vorhin, der ist gerade so, ne? Exponelle Überblendung nach unten. Ja, irgendwie Glück gehabt, das muss auch mal sein. Wir haben bisher nur Pech in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl. Lewandowski mit dem zweiten Treffer, 3-3. Der erneute Ausgleich. Was ist hier für ein spannendes Spiel, bitte?
klar, ich reg mich auf und ich finde das Spiel gerade ein bisschen nervig, weil es oft so ist, dass ich in den letzten Schlussminuten noch ein Tor kassiere. Und das kann hier genauso wieder kommen. Auch wieder abfängen und wieder kommt Freiburg. Warum kommt Freiburg so krass? Oh Junge, was ist denn hier los? Latte für Freiburg. Und wenn die jetzt noch ein Tor machen, ist es vorbei. Deswegen bitte einfach weg, bitte einfach weg. Ich habe auf Kreis gedrückt und der hat ihn nur weggeköpft. Warum schießt der nicht weg? Ah, nein, wenn der reingeht. Boah. Verlängerung. Verlängerung im Pokal. Bayern gegen Freiburg 3:3. Game over, Alter. Was ist das? Komm, ja, der Skin. Zum zweiten Mal in dem Spiel führen wir 4:3 und wieder ist es Robert Lewandowski. Der rettet uns irgendwie so einen Arsch heute. Klar, Hummels hat auch ein entscheidendes Tor vorhin gemacht. Aber Lewandowski hier mit 3 Toren bringt uns mit einem wahnsinnig schönen Tor in Führung. Und jetzt durch 2 glückliche weiter nach vorne. Er hat uns in die Verlängerung gerettet. Und macht hier auch den Führungstreffer in der Verlängerung. Freiburg jetzt auf Offensiv. Nein. 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 Oh. Alter, ich dachte, das wäre eine kluge Idee, den Torwart rauszuholen. War es aber überhaupt nicht. Das war überhaupt keine kluge Idee. Da habe ich nur Schwein gehabt jetzt gerade. Das war gut von Hummels. Sehr, sehr stark von Hummels und sehr, sehr stark von Neuer. Die 2. Parade in dieser Karriere. Ja, kann er sich auch mal abklopfen hier. Das hat er gut gemacht, ja, aber das kommt selten vor. Hier ganz, ganz stark von Hummels, dass er da reingegatscht hat. Oder ich halt eben. Ein Neuer mit einer guten Parade. Jetzt nur nicht nach der Ecke ein Tor kassieren. Nur nicht nach der Ecke ein Tor kassieren. Halbzeit der Verlängerung. 4:3. 15 Minuten wird es noch geben. Und ich habe so Angst. Hilfe! Was ist das? Kann ich nicht nochmal wechseln? Ich kann, glaube ich, nochmal wechseln, ne? Extra Wechsel hier. Ich habe Thiago vorhin nicht gebracht, weil der Wechsel nicht mehr ging. Und ich kann ihn jetzt auch nicht bringen. Okay, man hat hier keinen extra Wechsel, obwohl das eigentlich so ist. Danke, Konami, dafür. So, es gibt noch 30 Sekunden, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich reingeschnitten habe. Ich habe bisher ganz, ganz viel gelabert hier in der Verlängerung, weil ich einfach total angespannt bin. Wir sind weiter. Gegen ganz, ganz starke Freiburger. Haben die Bayern es dank Lewandowski doch noch gepackt. Wie gesagt, Hummels auch mit einem entscheidenden Tor. Aber Lewandowski, der uns überhaupt mal in Führung gebracht hat und dann noch in die Verlängerung gebracht hat und in der Verlängerung wieder in Führung gebracht hat. 2-mal lagen wir in Rückstand, 2-mal in Führung. Und das Führungstor war natürlich auch richtig, richtig schön. Hier ein Hacken-Ding, wisst ihr noch, kennt ihr noch alle. Ja, das war's von der Folge, die war ein bisschen länger. Wegen der Verlängerung jetzt auch, weil ich dann bestimmt auch wieder viel gelabert habe und es auch reingeschnitten habe. Anstrengend war das. Das war anstrengend. Aber man sieht hier auch Stuttgart gegen Leipzig im Elfmeterschießen. Und da ist sogar Stuttgart im Elfmeterschießen weitergekommen. Bremen gegen Hoffenheim auch im Elfmeterschießen. Und da ist auch Bremen weitergekommen. Also immer so ein bisschen hier eine Überraschung da. Dortmund weitergekommen gegen Nürnberg mit 1:0. Leverkusen ist raus gegen Mainz mit 3:0. Das ist auch interessant. Schalke mit 2:0 gegen Düsseldorf weiter. Wir nach diesem unglaublich spannenden Spiel in der Verlängerung noch mit 4:3 weitergekommen. Und Gladbach weiter gegen Hertha mit 1:0. Und Frankfurt gewinnt deutlich mit 3:0 gegen Wolfsburg. Obwohl Wolfsburg, glaube ich, irgendwie Platz 2 in der Bundesliga war. Also, aber die Bundesliga-Tabelle sagt irgendwie überhaupt nichts aus. Naja, okay, das war's von der Folge. Schaltet bei der nächsten Folge ein, keine Ahnung, wann die kommt. Und wie gesagt, guckt euch das Amazon-Video an und bla bla bla. Und ja, haut rein, bis dahin, ciao, ciao.